So, hallo und willkommen zurück hier bei Torchlight 2 auf Ego-Schlüter Let's Play, aka Gore Grind of Hell. Wir sind wieder da nach der Dead Space Rant. Jetzt gehen wir sauer auf Dead Space 3, also den Entwickler Viscara Games und dem Publisher EA waren, wobei ich halt persönlich glaube, dass es nicht am Entwickler hauptsächlich liegt, sondern am Publisher. Der Entwickler muss ja die Dreistigkeiten dann nur umsetzen und sie verteidigen. Ich glaube sogar, dass sie haben ja den Konsolenport verteidigt. Das wisst ihr ja, habe ich im letzten Video erwähnt. Oder Viscara Games. Und ich persönlich glaube ja, dass die zum Verteidigen angehalten wurden. Und zwar durch ihren Chef, Publisher EA, dass die gesagt haben, hey, stellt euch doch mal hin und verteidigt unseren tollen Konsolenport. Das gehört zum Vertrag. Ansonsten könnt ihr auch euer Studio schließen, wie es halt so ist bei EA. Auch wenn ich glaube, dass Viscara Games nun gegen die Wand fahren mit Dead Space 3. Aber ist egal. Was ich jetzt noch sagen wollte, wir müssen hier weiterspielen, Torchlight 2. Leider hat die Dead Space Rant nicht auf ein Video gepasst. Nach 25 Minuten im Video Nummer 16 hat es uns rausgeworfen, hat es weiter aufgenommen in Video Nummer 17. Das ist dann ganz kurz geworden, weil ich dachte, wir sind noch in der Zeit. Hab dann gedacht, okay, jetzt hören wir halt mal auf, bevor wir die Zeit überschreiten. Haben wir aber. So wurde das dann in zwei Videos gesplittet, die Rant. Das zweite war dann ganz kurz. Gab es auch kaum noch Gameplay, aber das gibt's jetzt wieder hier. Wir müssen ja noch Sachen verkaufen. Wappenschild. Ja, gut, das Zeugs behalten wir mal. Tränke wollen wir auf jeden Fall noch kaufen. Ja, so wurde das jetzt auf zwei Videos aufgeteilt. Was dann heißt, das sind wir jetzt im Video 17. Die 17. Ausgabe von Torchlight 2, von Let's Play Torchlight 2. Wir gehen zurück in die verlassenen Gewölbe, Ebene 2. So, und wir haben noch unverteilte Skillpunkte und unverteilte, Hundepunkte. Ja, den Hund brauche ich gerade nicht. Wir wollten eigentlich C. Ja, Charaktermenü. Bashen mal die Vitalität ein bisschen. Den Fokus ein bisschen. Geschicklichkeit. Stärke. So, was hat das gebracht? Ansonsten haben wir Fähigkeiten. Ich hoffe, die sind hier. Lassen sie nicht. Aber hier sind sie auf jeden Fall. Da kann man nichts freischalten. Da auch überall nicht. Dann haben wir hier auch nichts zum Freischalten. Aber hier, die Raserei auf Stufe 7. Was jetzt letztlich heißt, Dauer der Raserei erweitert auf 9,5 Sekunden. Immer aktiv. Das ist auch schon mal gut. Eine Fähigkeit, die wir nicht erst anschalten und ausschalten müssen. So, hier können wir durch. Und hier geht's zum Boss. Okay. Aber vorher kommen noch Schlachtersgraben. Wollte schon sagen, Schockschrauber. Und wieder Wachposten. Da waren wir schon mal. Der feuert nämlich. Ja, und ich habe schon wieder ein anderes Thema gefunden, was mir gerade noch so einfiel. Was ist das Thema? Es ging eigentlich schon wieder um EA. Es tut mir leid, aber die sind momentan wirklich. Also, sie hatten vor kurzem scheinbar eine Konferenz. Da ist so einiges nach draußen gedrungen. War halt wahrscheinlich auch vieles öffentlich. Und unter anderem haben sie halt Zahlen präsentiert zu Star Wars, The Old Republic und Need for Speed und so weiter. Also Most Wanted, Need for Speed Most Wanted, das letzte, das neueste Need for Speed, hat sich wohl doch sehr gut verkauft. Hat zum Beispiel die Verkaufszahlen vom Konkurrenten Forza Horizon übertroffen. Und EA ist nun wieder der Meinung, mit Need for Speed wirklich ein Top-Rennspiel oder das etabliert zu haben, als eine der größten Marken wieder. Nachdem es mit The Run und Hot Pursuit oder den Teilen davor nicht so erfolgreich lief zum Teil. Aber ich glaube, seit Criterion da wieder die Hände drin hat, läuft es auch wieder. Wobei man jetzt sagen muss, ich persönlich muss sagen, The Run kann man eben gut zu Ende spielen, während man bei Need for Speed Most Wanted mit dieser offenen Welt und eben nichts zu tun und so. Aber wir haben einen coolen Gegenstand gefunden. Boah, die ist natürlich cool. Die Pistole, da ist es halt auch irgendwie etwas öde. Also ich habe Most Wanted gekauft und kaum gespielt. Das mal dazu und Need for Speed The Run bereits zweimal durchgespielt. Also das von wegen, ne, es gibt halt unterschiedliche Geschmäcker. Also ich würde nicht sagen, dass Most Wanted pauschal besser ist. Ne? Es hat bessere Grafik, keine Frage, aber das allein reicht das auch nicht. Frostbite 2 macht noch keine guten Spiele, nur weil Frostbite 2 drin ist. Allerdings hatte The Run auch schon Frostbite 2 und sah halt trotzdem nicht so gut aus wie jetzt Most Wanted. Naja, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, bei dieser Konferenz von EA kam auch einiges anderes zum Tage. Nicht nur, dass sie stolz auf Need for Speed sind und von den Verkaufszahlen sehr zufrieden. Sie sind enttäuscht von den Verkaufszahlen von Medal of Honor.
dem letzten Medal of Honor, und das war Medal of Honor Warfighter. Da waren die Verkaufszahlen wohl noch ernüchternder als beim Medal of Honor von 2010, dem Reboot der Serie. Die Fortsetzung zum Reboot kam wohl noch schlechter an. Ich persönlich habe es gekauft. Ich persönlich finde es auch relativ gut. Und jetzt sind wir aber hier voll ins Scharmützel gelaufen. Ach du Schande. Ja, wir gehen trotzdem nochmal hier hin. Hab's gekauft, find's auch gut, finde den Multiplayer auch gut, finde den Singleplayer auch ganz brauchbar. Der ist natürlich wieder linear und relativ kurz, aber was ist bei Call of Duty denn anders? Na, also das, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so viel schlechter ist wie in COD. Es kam halt schlechter weg, weil einfach zum Beispiel im Multiplayer die versprochene Frostbite 2 Grafik nicht aktiv ist. Die war nur im Singleplayer eigentlich vorhanden. Im Multiplayer gibt's die auch, aber sie ist so viel schwächer als im Singleplayer. Es ist unglaublich. Wenn man das mit Battlefield 3 vergleicht, das ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also da hätten wir mehr draus machen können. Und das ist generell das Problem von Medal of Honor Warfighter. Die Ansätze waren da, es war gut gemacht, es waren gute Ideen, aber letztlich hat man es nicht konsequent durchgesetzt. Also auch diese Authentizität, auf die sie sich so berufen haben, die war ja auch nirgends zu spüren. Also wenn mir jemand unendlich Munition nachwirft, da hat es mit Authentizität zu tun. Klar ist es authentischer als in Call of Duty, was total abgefahren ist einfach. Aber trotzdem, das allein reicht natürlich nicht, um zu sagen, wow, wir haben die super Authentizität und wir sind das Nummer 1 Spiel in dem Bereich. Wenn man es dann noch jährlich gegen COD antreten lässt, vom Release-Termin her, ist natürlich kein Wunder, dass es fehlt. Und wer es dann, da kam später noch Far Cry 3, also als Medal of Honor rauskam, kam Call of Duty und diverse andere Spiele. Und dann hinterher noch Far Cry 3, die Konkurrenz war da halt auch relativ groß. Ne? Aber egal, ich will es jetzt hier nicht verteidigen. Ich will auf die Sache eingehen, dass EA jetzt gesagt hat, okay, angesichts dieser Verkaufszahlen der letzten beiden Medal of Honor, dem aktuell letzten, wo sie schon den Support eingestellt haben, schon wenige Monate nach Release, einfach auch grauenhaft wieder von EA. Ja, ich meine, kaum läuft das Spiel nicht richtig erfolgreich, weil der Support eingestellt. Ich meine, klar, man will ja Kosten reduzieren und so, aber das ist einfach dreist. Die Spiele, die es gekauft haben, sind nicht wieder die Idioten. Ja, die stehen dann da und kriegen keine neuen Maps, kriegen nichts, kriegen keinen Nachschub. An irgendwelchen Upgrades oder Zeug, was man halt so drauf kann. Oder Patch-Support 0. So. Und jetzt haben sie halt entschieden, okay, wir stampfen Medal of Honor wegen dieser schwachen Verkaufszahlen komplett ein. Komplett. Also es wird kein Medal of Honor mehr geben die nächsten Jahre. Jedenfalls nicht nächstes Jahr und wahrscheinlich danach auch nicht, weil sie haben auch schon entschieden, was sie stattdessen machen. Stattdessen gibt es ein neues Battlefield. Und zwar Battlefield, ja, wissen wir nicht welches. Es kann natürlich sein, dass das bereits angekündigte Battlefield 4 gemeint ist. Allerdings haben sie das Battlefield jetzt auf der Konferenz, von dem die Rede war, für 2014 angekündigt. 2013 wird aber sicherlich auch irgendein Military Shooter von EA kommen. Und da er nicht im Medal of Honor Universum spielen wird, wird er wahrscheinlich auch wieder Battlefield heißen. Also gehe ich momentan davon aus, dass Battlefield 4, wie ursprünglich geplant, 2013, also noch dieses Jahr kommen wird. Battlefield, was 2014 kommen wird, entweder schon Battlefield 5 sein wird, was ich aber eigentlich mir nicht vorstellen kann, weil im Einjahresrhythmus das rauszuhauen wäre echt nicht logisch. Oder es aber um Battlefield Play for Free eine Nachfolger geht, oder es aber um Battlefield Heroes eine Nachfolger geht, was ich aber auch nicht ganz glaube. Ich tippe eher darauf, dass man sagt, okay, machen wir ein neues Bad Company, und zwar Bad Company 3. Also, davon gehe ich eher aus. Das wäre realistisch für 2014. Oder aber sie sagen sich, naja, gut, warum nicht gleich Battlefield machen mit Frostbite 2? Ähnlich wie Command Conquer Free-to-Play mit Frostbite 2, aber halt sagen, okay, wir machen es Free-to-Play. Das war ja auch schon mal geplant. Man hat es dann aber erstmal nicht mehr weiter verfolgt oder zumindest der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt, wie es nun damit weitergeht. Aber angedacht war sogar Battlefield 4 als Free-to-Play ursprünglich. Aber das wird es wohl nicht werden, denn man kann es bestellen bei Amazon für, Entschuldigung für die Werbung schon wieder, für so und so viel Euro, und es wird kein Free-to-Play. Jedenfalls nicht das, was 2013 kommt, was ja Battlefield 4 sein dürfte. Oder das wurde tatsächlich inzwischen verschoben und es erscheint 2014, wir wissen es nicht. Genau, Infos werden kommen. Auf jeden Fall haben sie Infos rausgehauen zum Battlefield 3 DLC, zum letzten, zu Endgame. Da wird es einen Modus geben, der heißt eher Superiority. Ja. Das gleiche, was es mit Panzern gibt, in Aftermath, halt mit Flugzeugen. Eher Superiority? Ja. Ist ja auch egal, ihr könnt es ja mal nachschauen, ist leicht zu finden. Einfach Infos zu Endgame oder Endgame bei Battlefield 3 gucken und dann seht ihr schon.
den neuen Modus, der eigentlich das gleiche ist, was es der Aftermath-DLC mit Tank Superiority oder Panzerübermacht auf Deutsch. Gibt es jetzt auch eben eher Flugzeugübermacht oder wie auch immer das auf Deutsch dann heißen wird. Jetübermacht, keine Ahnung. Im DLC Endgame. Für mich ist das nichts, weil ich kein Pilot bin im Battlefield. Ich habe da auch keine Chance zu bekommen, irgendein Pad dafür, um das funktionieren würde. Auf jeden Fall, da ist geplant und das wird der letzte DLC für Battlefield 3 sein. Von daher ist schon damit zu rechnen, dass sie Content in Form von Battlefield 4 2013 noch nachschieben werden, denn sonst käme ja lange nichts mehr in Sachen Battlefield. Und deshalb glaube ich, dass dann für 2014 der Titel, der kommen soll, der auch Battlefield sein soll, wo ja eigentlich der Rechnung nach dann Medal of Honor hätte rauskommen müssen, ne, weil alle zwei Jahre, ne? Aber das wird ja nichts, da kommt ja dann definitiv Battlefield, Medal of Honor ist ja eingestellt. Da wird es dann, denke ich, schon so sein, dass es Battlefield Free-to-Play sein wird oder eben Battlefield Bad Company 3. Möglich wäre auch Battlefield 5, aber das glaube ich nicht. Oder dass sie Battlefield 4 verschoben haben auf nächstes Jahr. Aber was kommt denn dann heuer? Also EA wird ja noch irgendwelche Shooter raushauen heuer. Army of Two, Devil's Cartel kommt, aber das kommt nur für Konsolen und... Aha, Sarkophag. Das wird es alleine nicht gewesen sein. Also da wird schon noch mehr kommen. Gehe ich schwer von aus. Ich hoffe nur, dass sie die Battlefield-Serie nicht eben auch noch versauen. Also sie sind ja momentan groß darin, irgendwelche Spieleserien, die sie mal gut aufgebaut haben, gegen die Wand zu fahren. Da wäre ich vorsichtig, ne? Also wir gucken jetzt hier mal, ob hier noch was rumliegt, ob wir was vergessen haben, aber ansonsten gehen wir zurück in die Stadt oder zum Boss-Level. Aber irgendwo, das mit EA ist schon der Wahnsinn momentan. Sind wir mal gespannt, was die Zukunft so bringen wird. Also, der Fahrplan für Battlefield 3 war ja relativ klar festgestanden. Nachdem Premium announced wurde, kamen eben die 5 DLCs. Oder man kauft sich Premium und kriegt alle 5 auf einmal. Aber das ist schon nochmal, das Spiel halt doppelt bezahlen und so wird es auch mit den anderen Spielen laufen. Aber das ist noch vertretbarer als diese Politik bei Dead Space 3 eben, wo man nicht alles auf einmal raushaut, also kein Premium-Account, aber zumindest gleich mal Season Pass für die Konsolen, Microtransactions für alle Systeme, DLCs für alle Systeme, alles gleich am ersten Tag. Aber ich habe es im letzten Video erwähnt, das wollen wir nicht drauf rumhacken. Aber man darf gespannt sein, also dass Medal of Honor sich was tut, war klar. Dass irgendwas passieren muss nach dem letzten Teil, war auch klar. Und leider ist es jetzt echt so gekommen, wie man befürchtet hat, nämlich dass es keins mehr geben wird. Man kann auch sagen, warum, ich brauche nicht noch ein Medal of Honor, ich brauche nicht noch einen Modern Shooter, klar. Aber man hätte ja auch sagen können, wir machen ein anderes Medal of Honor, wir machen wieder Back to the Roots, Back to the Zweite Weltkriegs Shooter oder machen was ganz anderes. Na? Aber da kommt nichts mehr. Es kommt wieder. Man verlässt sich voll auf das Flaggschiff, man lässt sich voll auf die, ja, ich sag's mal so, Cash Cow Battlefield. Auch wenn Battlefield meiner Meinung nach zu Recht da steht, wo es steht. Weil in dem Bereich mit riesigen Maps wird es nur von einem Spiel geschlagen und das ist Planet Side 2. Allerdings ist das auch ein ganz anderes System. Da gibt es keine Runden und Zeug und nie endende Schlachten, persistente Welten. Das ist was ganz anderes, kann man nicht vergleichen. Deswegen ist Battlefield meiner Meinung nach in dem Feld, wo es ist, auch verdient die Nummer 1. Auch wenn Call of Duty eben eigentlich irgendwie wahrscheinlich den Rang abläuft, aber Call of Duty ist halt, finde ich, auch. Das ist halt kein. Du hast keine Fahrzeuge, du hast keine Flugzeuge, du hast keine riesigen Maps, du hast was völlig anderes, ein anderes System und deswegen kann man das, finde ich, nicht so richtig vergleichen. Jetzt sind wir hier nochmal in die Fallen getappt, weil ich gerade woanders hingeschaut habe. Aber wir gehen mal schnell in die Stadt. Das ist schon in Ordnung. Zerifesh und wir gucken mal schnell mal zum Händler. Ich heiße euch willkommen. Verkaufen diese Handschuhe. Verkaufen den Giftring. Verkaufen das Langschwert. Und kaufen uns Tränke. Und gehen gleich nochmal zurück. Ich denke, das kriegen wir noch in die Aufnahme. Verlassene Gewölbe. So, und dann laufen wir nochmal hier durch. So, und hoffen, dass wir jetzt nicht geschnitten werden hier. Und hier. Und laufen dann Richtung Boss-Fight. Der hier irgendwo sein muss. Der Rüstmeister. Den werden wir wahrscheinlich nicht klein kriegen, aber wir probieren es einfach mal. Was ich jetzt... Ja, wir gehen schon mal rein.
Und hier liegen tote Abenteurer. Aha, die lassen schon mal Heiltränke liegen. Gott, wir werden da ja ähnlich sterben. Wenn wir jetzt so einen Haufen Heiltränke finden, heißt das, dass der Boss wahrscheinlich unbesiegbar sein wird. Naja. Also wie gesagt, Medal of Honor Warfighter eingestellt, Battlefield ein neuer Battlefield-Teil für 2014 dafür announced. Man darf gespannt sein, wie es bei EA weitergeht. Auch die großen Publisher sagen ja alle, Free-to-Play ist die Zukunft, deswegen dürfen wir da auch gespannt sein, wie es da weitergeht. Und wir legen uns jetzt trotzdem mal hier rein. Der Rüstmeister. Boah, das ist der Butcher. Der Butcher, der Killer schlechthin. Wir werden hier nicht lange überlegen. Mach erstmal den Turm down. Der Rüstmeister. What the hell? Den kriegen wir ja nie klein. Eskuja Architekt, Krallenangriff, Strahlenangriff, zielsuchende Bolzen und Schockangriffe beherrscht er. Das ist echt übel. Wir haben jetzt erstmal Folgendes vor: Inventar. So, Fisch. Machen aus unserem kleinen Teil hier einen Tunnelhai. Vielleicht bringt das was. Boah, ein bisschen gestorben. Jedenfalls fast. Reparaturen, Blitzangriffe. So, den Turm hätten wir. Der Riftmeister, der Rüstmeister. Entschuldigung, der Riftmeister ist es nicht, aber der Rüstmeister. Ritten ein bisschen, aber es hilft uns auch nicht so viel. Der lockt uns immer ab, das ist nicht gut. Na komm. Na komm. What the? Was geht denn jetzt ab? Was geht denn nun? Okay, Leute, den schaffen wir nie im Leben. Wir kriegen zwar die Türme klein, aber das war's auch schon. Also Kreaturen beschwören, na gut, das habe ich eigentlich erwartet von dem Boss. Aber es ist schon heftig, was er alles kann. Wie gesagt, also wir haben schon mal auf wieder. Oh, mobile Spawner! Mobile Spawner kann er auch rufen. Das ist nicht euer Ernst, oder? Okay, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich muss jetzt hier mal raus, das ist mir zu heftig. Also man kann ja kein Portal holen, ne? Ja, lassen wir uns jetzt sterben. Komm, lass uns sterben. Ist in Ordnung, lass uns sterben. Ich will hier jetzt raus. Ich bin auch noch nicht zu Ende. Okay. Gehen in die Stadt. Seraphash, hier sind wir da. Und der Riftmeister, Rüstmeister, den spielen wir im nächsten Video auf jeden Fall. Oder im anderen Video auf jeden Fall. Holen wir uns erstmal hier noch schnell ein paar Tränke. Oh, jetzt sind wir Blei, das sehe ich gerade. Aber gut, wir müssen die Ausrüstung dann nächstes Mal auch etwas ändern und dann vielleicht wieder einen Kampfwagen. Aber bis dahin sage ich Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Gesteller Let's Play. Ciao, danke fürs Zuschauen, Tschüss.